Eins muss man den Canadiens aber lassen. Sie haben auch echt brutal viele Strafen auch schon bekommen in diesem Spiel. Aber wir haben jetzt nochmal ein Powerplay. Und noch eine Minute Zeit für das 10. Tor. Was ich halt schon gerne hätte. Jetzt sind es noch 37 Sekunden. Und zweiunddreißig Sekunden. Oh, und das war jetzt natürlich schlecht. Jetzt bin ich mal gespannt, denn unsere Spieler sind auch schon etwas ermüdet. Und an der Geschwindigkeit etwas sieht, aber da wäre die Chance da gewesen. Schade. Dass man die nicht genutzt hat. Und da. Komm schon, O'Sullivan jetzt vielleicht nochmal. Boah, das war ganz, ganz knapp. Und naja, aber ein 9 zu 0 ist ja auch in Ordnung. Sehr schön. Ja, und dann brechen wir mal die Aufnahme wieder ab. Nicht, dass das Spiel wieder abstürzt. Bis zum nächsten Mal. So, herzlich willkommen im Spiel in dem Honda Center in Anaheim. Gegen die Anaheim Ducks spielen wir heute und das ist so mein persönlicher Hassgegner. Denn ich habe es bisher in keinem NHL-Spiel, glaube ich, geschafft, gegen die wirklich gut zu spielen. Und die meisten Spiele sind immer an die gegangen. Ja, hier sieht man Jordan Staal und Patrick O'Sullivan, die beiden Center der Mannschaften. Und die haben Jose Theodore im Tor, der eigentlich bei den Florida Panthers zurzeit spielt. Und wir mit Kari Lehtonen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Und in diesem Spiel werden wir auch sehen, ob ich einen Schwierigkeitsgrad hochstellen muss. Oder ob das wirklich nur an. Ja. An. Hui, da haben wir einen kurzen Leck drin gehabt. Verstehe nicht ganz warum, aber. Naja. Wo war ich schon geblieben? Ach ja, genau. Ob das wirklich an Montreal Canadiens lag, dass die das letzte Mal so kläglich gescheitert sind an uns. Oder ob wir da wirklich den Schwierigkeitsgrad noch hochstellen müssen. Wie, da gibt's auch schon die erste Strafe. Gegen Sergei irgendwas, ich habe es nicht ganz gelesen. Auf jeden Fall. Jetzt erstmal schauen, dass wir da vielleicht schon das erste Tor hinbekommen. Oh, und das haben natürlich nicht sonderlich gut gemacht, aber jetzt kommt Patrick O'Sullivan mit einem ordentlichen Schuss und der war schon ganz schön gefährlich. Jetzt schauen wir erst mal hier. Oh, sehr gut angespielt. Schade, dass er den verfehlt hat. Dass ich den verfehlt habe, das war schon etwas peinlich schon fast. Und das war komplett offenes Tor. Die Hälfte der Powerplay-Zeit ist schon wieder vorbei. Und Gaborik hat jetzt den Puck, Querpass zu O'Sullivan und der haut ihn wieder leider nicht rein. Und da ist zu viel Getummel vom Tor, da kamen wir nicht ganz durch. Da haben wir einige Mal versucht, aber kann nicht von uns sein. Das Powerplay konnten wir diesmal leider nicht nutzen, aber vielleicht jetzt direkt danach. Nein, ganz knapp. Fangen an die Seite des Tores. Ich glaube, der Pfosten war es nicht direkt, aber hinten ans Netz. Und da haben wir zu lange gebraucht. Schade, ich vergebe hier einige gute Chancen. Also nochmal mit dem Direktschuss. Aber das ist für Theodor kein Problem. Oh, das hat ein Rigger da eben. Macht leider ordentlich geschlafen. Aber vielleicht. Ja, schade. Was hätte das mit dem Tor wieder rausgeholt? So, Holmström zu Hanzus und Theodor.
Übrigens John Stahl, den Spieler der Anaheim Ducks, den man vorhin gesehen hat, der Center der ersten Reihe, ist übrigens einer von den drei Brüdern Stahl, die ich jetzt meinte. Und da müssen wir jetzt erstmal in Unterzahl spielen für dieses Spiel. Schade. Aber erstaunlich. Ich hoffe mal, dass wir das gut aushalten, denn wir führen ja doch gar nicht, fällt mir gerade auf. Und das können wir wieder nicht nutzen. Fjodor hält da einfach jeden. Und wenn er nicht hält, dann hau ich ihn übers Tor drüber. Und da gibt es wieder eine Strafe gegen die Anaheim Ducks. Gegen Michalek. Cross-Checking. Hier. Ja. Jetzt schauen, dass wir die schnell wieder trennen können. Ui. Gut, dass da keiner mehr kam. Jetzt Holik alleine und Sayak hat ihn da verhandelt. Nachdem Holik ihn... Ja, ist er überhaupt noch zum Schuss gekommen? Nein. Er ist über irgendwas drüber geflogen. Ich habe nicht so richtig gesehen, über was, aber war auf jeden Fall ein schöner Pass. Auch wenn es nicht als dieser gedacht war. Und wir führen 1-0 jetzt schon mal. Also ich glaube, schwerer als Canadiens sind sie auf jeden Fall, aber nicht unbedingt, weil sie gefährlicher sind. Sondern einfach nur, weil ihr Torhüter bisher ganz gut gehalten hat. Denn Soas, das ist ja jetzt nicht wirklich sonderlich gefährlich. Und da haben wir fast das zweite Tor bekommen. Da, das war sehr gefährlich eben. Diese Wiederholung. Also nicht die Wiederholung, sondern die Szene, die man da gesehen hat. Schade, da wollte ich es hinter dem Tor versuchen. Hat aber leider nicht geklappt. Jetzt haben wir noch 15 Sekunden Powerplay. Vielleicht können wir das ja noch nutzen. Konnten wir leider nicht, aber da gibt es auch schon gleich die nächste Strafe. Und was? Ich habe es jetzt gar nicht gesehen. Behinderung Haken. Wir haben sich da wahrscheinlich wieder ohne Puck geklopft vom Tor. Ja, hier. Hui. Ja gut, ist ja schon ordentlich. Das ist verdient, die Strafe. Wieso haben die offensive Führung verteidigen? Als Strategie ausgewählt. Die führen doch gar nicht. Ah, schade, dass der Pass von Alexander Semin zu Marian Gamrick leider nicht durchgegangen. Aber jetzt. Oh, das war jetzt nichts. Da habe ich anscheinend die falsche Taste erwischt. Eigentlich sollte der passen und nicht da irgendwie rumfuchteln. Ich weiß nicht ganz genau warum, aber irgendwie. Ja, da war eben leider meine Festplatte voll und deswegen hat es ein paar Minuten übersprungen. Ich weiß nicht genau, in was für einem Ausmaß das jetzt war. Ich habe nur gesehen, die Fraps-Zahl wurde von rot auf gelb. Ich hoffe, es war nicht allzu viel. Wir führen immer noch 1-0. Und ja, blöd gelaufen. In diesem Let's Play gibt es echt ein paar blöde Unterbrechungen bisher. Aber ich hoffe, es funktioniert. Das nächste Mal gucke ich jetzt extra ganz deutlich drauf, ob die Festplatte voll ist oder nicht. Aber ich weiß auch gar nicht, wo das ganze Zeugs herkommt, wie die da so schnell voll wurde. Eigentlich sind meine ganzen Button auch relativ leer. Und aber gut, da schießen wir erstmal das nächste Tor. Doch auch ganz schön. Also mit Ordner meinte ich natürlich die Let's Play Ordner, weil ich das eben nicht zugesagt habe. Und ich glaube, ich muss wirklich mal den Schwierigkeitsgrad noch hochstellen. Jetzt gibt es 2 Minuten für Behinderung für Bill Göring oder Grarin oder wie auch immer. Für uns, so ein Spieler.
beziehungsweise eigentlich halt gegen unseren Spieler. Da hat Penalty die Chance gehabt, hat aber leider nicht hinbekommen. Da hat er die nächste Chance gehabt und hat es wieder nicht hinbekommen. Und da die Chance in dem Tor wurde auch versiebt. Schade, da haben wir jetzt einige Chancen. Einige sehr gute Chancen. Allein vom Tor, aber keine konnte genutzt werden. Und auch die hier gelang uns nicht. Zum Handeln. Naja. Aber das wird schon. Ich meine, wir führen ja auch 2-0. Und da hatten die ihre erste richtige Torchance, glaube ich, in diesem Spiel. Erst richtige gefährliche. Oh, und da gibt es die nächste Strafe gegen. Ich weiß gar nicht, aber wir sind noch zur Zeit. Ah, ne, wir haben eine Strafe bekommen, genau. Ja, nicht den Puck verlieren und vielleicht noch eine Chance raushauen. Und noch eine. Und noch eine und noch eine und jetzt. Hui. Da ging es aber ganz schön heiß her. Elf bekommt Jacqueline. 2 Minuten für Behinderung. Wir sehen es nochmal. Vom Tor. Ja. Die Schiedsrichter sind hier ein bisschen streng. Ich muss mal schauen, ob ich vielleicht noch ein bisschen ungeändert bekomme. Denn mich nerven. Wow. Und das war ein richtig schönes Tor von Dustin Bifuglien. Den will ich nochmal sehen. Gut aus und gegen den Handschuh des Torhüters noch, oder? Sehr schön. Damit führen wir 3-0. Und die Hälfte des Spiels ist erst vorbei. Das heißt für mich, ich werde auf jeden Fall Schwierigkeitsgrad mal hochstellen. Denn so kann es ja nicht weitergehen. Gerne ich auch gewinnen, aber es soll ja auch ein bisschen spannend bleiben. Und kann ich vielleicht schon in die Spiel hier machen? Sieht nicht so aus. Nein. Okay, dann muss ich das beim nächsten Spiel ändern. Beziehungsweise vor dem nächsten Spiel. Ich hoffe nur, dass die mich da nicht total vernichten werden, da ich ja in der Verteidigung noch nicht allzu stark bin. Ich lasse sie dann jede Chance reinmachen, die sie bekommen, nur weil die hier gar keine Chancen bekommen. So. Oh. Und das war jetzt echt ein bisschen schlecht. Ich hatte halt Angst, dass solche Chancen, die werden glaube ich dann ziemlich schnell genutzt. Und da, Mike Comrie. Ein Tor und 2 Assists in diesem Spiel schon. Aber da hätte er auch einen Querpass machen können, sehe ich gerade. Zwar leicht egoistisch, aber solange es funktioniert. Oh, und dann krasser Fehlpass. Aber da wurde er von unserem Verteidiger ordentlich mitgenommen. Und das nächste Tor schon von Braden Coburn. Der ebenfalls ein Tor und 2 Assists schon. Und was in diesem Spiel wirklich ist ja so der Fall war, wir haben keine wirklichen Stars in dieser Mannschaft. Also, wir haben schon Stars wie Alexander Ovechkin und Alexander Semin zum Beispiel. Marin Gaborik ist auch noch ein sehr starker Penner, eigentlich auch. Aber die Tore sind eigentlich schön gleichmäßig verteilt. Ui, und da wäre er schon wieder fast drin. Also ich habe mir beim letzten Spiel mal die die Free Stars angeschaut, nachdem ich die Aufnahme beendet habe. Und das war wirklich sehr, sehr ausgeglichen. Wir haben da 9-0 gewonnen. Und der erste Star hatte aber ein Tor geschossen und 2 Assists, glaube ich. Wenn nicht sogar nur ein Assist. Und da wird der Pass wieder.